Nö, soweit alles in Ordnung. So, das ist fest. Das hier wackelt ein bisschen, aber das geht's. So, und dann muss ich jetzt noch das Kabel. Die Jungen nämlich im letzten Jahr das Kabel zum Lautsprecher gefunden und darin rumgezerrt. Ich bin hier die Steine drauf und dann klebe ich die dann ein bisschen auf die Füße. Ja, in der Höhle, da lag ein Zweig drin, den ich ein bisschen an Seite geschoben habe und ansonsten, ja, alles wie immer. Wir haben auch noch keine Herz- und keine Mulde geschafft. Das ist irgendwann während der Herbstwald, sieht sich eigentlich an, dass die da anfangen, eine Mulde zu schaffen und schon ein bisschen für die nächste Saison zu üben. Aber ja, noch ist es nicht so weit. Ja, im vergangenen Jahr, als die hier das Lautsprecherkabel im Schnabel hatten, die jungen Uhus, da ist mir ein bisschen Angst und Bange geworden. Also jetzt nicht um die jungen Uhus, weil da ist ja keine Spannung drauf, aber ich bin Bange geworden um die akustische Übertragung. Ja, für die war das ein schönes Spielzeug. Ich dachte nur, das ist ein Schwanz von der Ratte, das langflachte Ding, und dann haben die dann rumgezerrt und dann rumgeschnitten. Ja. Das Risiko möchte ich doch gerne ausschalten. So, das war die eine Stelle. Weiter hinten. Dann so ein Stückchen was. Berührungsängste, wenn Menschen in ihrer Höhle waren? Nein, also bisher konnten wir sowas nicht feststellen. Also die außerhalb der Brutzeit können wir hier relativ veranstalten, was wir wollen. Und solange die während der Jungenaufzucht und vor allem während der Brut und auch eine Woche vor der Brut ihre Ruhe haben, geht das soweit klar. Wir hatten ja auch schon Füchse, die sich hier rumgetrieben haben. Und ja, die Uhus haben die dann halt irgendwann kurz vor Brutbeginn vertrieben. Und also insofern denke ich, das ist auch irgendwie ein normaler Vorgang, dass irgendwelche anderen bedrohlichen Lebewesen in so ein Nest mal reinkommen. Und ja, die Uhus wissen sich dann schon zu helfen. Außer natürlich, wenn jetzt Mensch wirklich in der Brutzeit nah ans Nest kommt, dann bedeutet das oft, dass die Brut abgebrochen wird und dass es dann für das eine Jahr wirklich vorbei ist. Deshalb ist ja auch eigentlich, also wir sehen sie ja jetzt, aber eigentlich ist das Nest ja auch ziemlich geheim, ne? Das kennt ja so keiner. Noch nicht mal hier die Leute im Ahrtal, oder? Ja, also die Menschen, die hier unterhalb wohnen, die wissen schon, hier oben irgendwo in der Wand ist das Nest. Wo genau, wissen die meisten nicht, weil sie ja auch von da unten eigentlich nichts sehen können. Und das Wichtige ist einfach, dass nicht irgendein
irgendein Idiot auf gut Deutsch gesagt auf die Idee kommt, hier irgendwie mal während der Brutzeit in den Felsen rumzuklettern und zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort ist. Ist ja noch nicht passiert. Nö, bisher nicht. Also ich meine, der Schieferfelsen ist ja auch, ich sag jetzt mal, für Klettersportler uninteressant, weil er einfach ein ganz bröckeliges Material ist. Und ja, insofern brauchen wir da bei dieser Art Felsen auch keine Sorgen zu haben. Freuen Sie sich schon wieder auf Leo und Hatte? Ja klar, also ich bin sehr gespannt darauf, wie sich Leo in der kommenden Saison verhalten wird, wie viel er dazugelernt hat. Aber wieder versucht, die Eier mit Mäusen zu füttern. Oder was letztes Jahr auch sehr lustig war, dass er halt eigentlich eine andere Brutnische im Sinn hatte. Lange versucht, Lotte davon zu überzeugen, sie direkt unter der Kamera zu brüten. Dann hat er noch eine Mulde geschart und versucht, sie hier hinzulocken, während drüben an der echten Brutnische schon Eier lagen. Ja, der hat halt noch was zu lernen, genau. So, ich glaube, dann war es das jetzt. Okay. Ich glaube auch. Das ist doch schön. Scheinwerfer ist fest, das ganze Kameragehäuse ist auch noch okay. Ja, dann packe ich meinen Kram zusammen. Und jetzt zu, dass der Felsen wieder gut ist.